Also mir hat Gershwin nicht die Treppen zum Paradies eröffnet. Bei mir war es meine einzige wahre Liebe, die Liebe zu Piloten. Ich war einmal mit einem liiert, bevor ich noch meinen Otto hatte, nicht? Und es war so ein Gleichklang der Gefühle. Er wollte auch das Leben in vollen Zügen genießen und dann ohne großes Tamtam abtreten. Es ist ihm auch gelungen. Friedlich ist er eingeschlafen. Nicht so wie alle Passagiere, die hysterisch herumgeschrien haben. Na, jedenfalls war es auch der Grund, dass er Pilot war, dass ich den Herbert von Karajan so verehrt habe. Ich meine, Dirigent ist er bald, wer nicht? Aber zuerst die Matthäus-Passion dirigieren und dann ein Flugzeug. Das ist was. Und ich hatte das Glück, dass der Herbert von einen Stock unter mir gewohnt hat. Das war ganz woanders, auch in Wien. Und einmal ist mir diese Geschichte mit dem Hundstrümmerl passiert. Roman, ich erzähle dir das, damit du siehst, dass man aus jeder misslichen Situation was Positives herausholen kann. Das war damals in einer Zeit noch ohne Sackerl fürs Gackerl. Und da ist einem meiner Königspudel etwas Hündisches entfahren und ist dann beim Balkon hinuntergefallen zwischen dem Geländer und dem Boden zum Karajan. Aber dort nicht liegen geblieben, sondern wieder durch den Spalt durch, noch ein Stück tief. Und dort hat eine Frau Professor sowieso gewohnt, eine kleinkarierte Klavierlehrerin. Und die hatte dort einen Liegestuhl und drüber einen Sonnenschirm aufgespannt. Dieser Sonnenschirm hatte ein Loch. Und dieses Hundstrümmerl ist durch dieses Loch auf den Liegestuhl gefallen. Und die Frau Professor war gerade draußen in der Küche, Gott sei Dank, ist zurückgekommen und findet das vor. Und glaubt natürlich sofort, das ist vom Karajan. Also vom Hund vom Karajan. Bis der Karajan ihr klar machen konnte, der Karajan hatte einen Dackel, dass so ein Hundstrümmerl nicht sein kann von so einem Dackel. Der Frau Professor war das egal. Sie wollte endlich einmal loswerden, was sie dem Karajan schon immer sagen wollte, nämlich, dass er die fünfte Beethoven zu rasch dirigiert. Beethoven persönlich sei ihr im Traum erschienen und habe bestätigt, dass die fünfte langsamer gehört. Hat sich der Karajan gedacht, ich lasse sie reden. Hat mich und sie zu sich in die Wohnung eingeladen, wegen guter Nachbarschaft und so ein paar Tage später. Wir kommen dort an. Na, das Erste, was die Frau Professor sagt, da liegt Staub, Herr von Karajan. Sie müssen zusammenkehren. Na, da habe ich gedacht, reden wir lieber über die Musik, aber das war ein schlechtes Thema. Es ging weiter mit der fünften Beethoven. Der Karajan hat sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als zu erzählen, dass jetzt er einen Traum hatte. Jetzt ist ihm Beethoven erschienen. Und da hat er gesagt, gnädige Frau, also ich habe Beethoven natürlich gleich auf das Gespräch mit Ihnen angesprochen. Beethoven sagt, er kennt sie nicht. Sie ist zur Salzsäule erstarrt. Jetzt wollte sie loswerden, hat er sich gedacht, sie gehört wahrscheinlich zu jenen Menschen, die ihr Vergnügen, das sie nicht kennen, nicht ausprobieren, sondern lieber Laster nennen. Und damit meinte er keinen LKW, sondern einen Swing. Denn für die Frau Professor, die ja nur an den Altären Bachs, Mozarts und Beethovens gebetet hat, war natürlich ein Swing das Schlimmste, viel schlimmer als jede fleischliche Lust.
Ja, und da hat er angefangen zu spielen, einen Song, der damals schon en vogue war, My Baby Just Cares For Me. Nein, die Frau Professor hat das missverstanden. Sie hat geglaubt, das Baby ist sie und sie soll zusammenkehren. Draußen war sie, noch bevor der Karajan die babylonische Sprachverwirrung hätte entwirren können. Und dann, das erzähle ich dir eben, damit du siehst, dass ich, die das Ganze angerichtet hat mit dem Hundstrümmel, dann auf die Butterseite gefallen ist, habe ich vom Herbert von Karajan eine Freikarte für die Matthäus-Passion bekommen und nachher hat er mir noch eigenhändig was vorgespielt aus dem wohltemperierten Klavier.